So, ein Reaction auf die, was war das hier, Unterstellerseite? Wir haben hier wieder mal Fanpost bekommen. Und zwar, ich muss mal hier zur anderen Seite gucken, also nicht wundern, Unterstellung und Theaterbude-Seite. Ja, da ist der Name ist Programm. So, jetzt hat der Fadi das mal ein bisschen kleiner gemacht und dann haben wir es da. So. Da geht ein Knacki live und bettelt für eine Dame mit krankem Hund um Geld. Ja, ich sehe da nichts Verwerfliches dran, ne? Da gehen Nackedice online, betteln für die Miete, für Strom, für Urlaub, für einen neuen Computer, für eine neue Kamera, für ein neues Dach, für Gerichtskosten, für dies, für das, für jenes, Pizza fressen, für Hunde. Also ich sehe da nichts Verwerfliches dran, ne? So mal grundsätzlich. Denn das arme Tier hat seit 5 Tagen Fieber. Ja, wer also rechnen kann, gestern war Montag, 5 Tage zurück, ist also irgendwann Donnerstag angefangen. Das heißt, kraut sein Köter, der ist ein bisschen warm, denkst mal gucken, wie der Freitag wird. Ja, freitags ist das morgens normal, auch Tiere kriegen abends dann Temperatur. Ja, und dann ist der Köter am Glühen und der Tierarzt dazu, ne. Jetzt kann man natürlich in die Notklinik gehen, ganz klarer Fall, ne. Ihr hättet ja alle sofort geholfen, ist doch logisch, ne. 1000 Euro, gar kein Problem, ne. Logisch. Haben wir ja x-mal gesehen, wie das bei euch läuft. Gar kein Problem. Unglaublich. Wir gehen davon aus, wäre es der Kirche, irgendeiner Kirche, ihr Hund gewesen, hättest du nicht um Geld gebettelt, sondern den Tierschutz gerufen. Nö, ich hätte dann ein Video gemacht, ein React, hätte gefragt, ob der sich wirklich einen Köter zulegen muss, ob man das nicht vorher planen kann. Ich hätte auch nicht sammeln müssen, weil der ja noch 10 Mille gespeichert und gebunkert hat. Das ist ja dann genau der springende Punkt. Der hätte das ja auch so zahlen können. Ne? Der hatte die 10 Mille übrigens auch schon, als Gizmo da war. Ne? Also diese Bettelaktion war gar nicht nötig. So. Ne? So. Mal davon abgesehen, du tönst doch immer, was für eine tolle Community ihr seid und wie viele Leute euch jetzt folgen. Ja, das hat auch ganz gut geklappt und wir haben das Geld auch ganz schnell zusammengekriegt. Da macht euch mal keine Sorgen. Warum muss man die Frau öffentlich vorführen? In ihrem Leid. Ja, ganz einfach, weil so Idioten wie ihr, wenn ich das nicht getan hätte, gesagt hätte, der Knacki sammelt wieder für sich selber die Kohle. Ne? Schickt dem nichts, ist alles eine Show, das sind Verbrecher. Deswegen habe ich der Frau dann gesagt, wenn du schon auf meinem Nacken ein bisschen Promotion und Hilfe haben willst, dann musst du auch Eier haben, den Leuten auch mal mit eigenen Worten kurz erklären, worum es hier auch geht. Und da hat sie gesagt, ja, ist doch gar kein Problem. Das hat mit Vorführen nichts zu tun, sondern ich wollte einem Informationsrückstand vorbeugen. Ich fand, das ist eine ziemlich schlaue Idee. So. Wenn du so ein Wohltäter und Tierfreund bist, warum hast du nicht mal schnell dein Spielzeug, die Drohne, verkauft? Ja, ganz einfach, weil die neu ist. Außerdem, warum soll ich die verkaufen? Das ist doch völliger Quatsch. Wir haben es völlig anders gemacht. Ich habe ja zu diesen Spenden, die andere Leute gegeben haben, übrigens meinen Teil auch noch beigetragen. Und ich sage noch nicht mal zu viel, aber es war nicht wenig. Ne? So. Ihr sucht nur die Aufmerksamkeit und wollt provozieren. Naja, ich sag mal so, wir schreiben nicht solche Texte. Also hier, das ist ja nicht aus unserer Feder, ne? Wer kann da wohl hinterstecken wieder mal, ne? Ich bin eine Biene. Ist egal, aber dafür sind zu wenig Rechtschreibfehler drin. So, nachdem das Fallobst nicht so pariert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, hetzt ihr in eurer Telegram-Gruppe und bei AB im Stream ab. Wer ist denn AB? AB. KD, AB, ich habe keine Ahnung. Das eine hat jetzt übrigens dann auch mit dem anderen nichts zu tun. Also ich, dass wir hier rumhetzen. Wir sind die Einzigen, die hetzen. Wir schreiben ellenlange Facebook-Kommentare, greifen Leute an wegen Tieren. Wenn du hilfst, ist scheiße. Wenn du nicht hilfst, ist scheiße. Warum hast du deine Drohne nicht verkauft? Warum hat der Künstler seine Kette nicht verkauft? Ja, Fragen über Fragen, ne? Da kann man sich ja die Haare ausreißen, ne? Vor Wut. So. Nachdem das Fallobst sich so pariert hat, es geht nicht um Parieren, das ist völliger Quatsch. Ne? Das weiß auch jeder und das muss man hier nicht auch wieder durchkauen. Ihr seid polarisiert, das ist auch in Ordnung, das erklärt man an eurer komischen Schreibweise. Zu welchem Lager ihr gehört, ist mir auch ehrlich gesagt peng. Ist halt nur eine Frechheit, so eine Scheiße da ins Netz zu stellen. Ne? So, deswegen gibt es dieses hübsche Reaction-Video. Wir lesen das mal weiter. Als ihr noch der Meinung wart,
das Fallobst könnte euch nützlich sein, war sein Verhalten okay und habt so vieles noch verteidigt. Okay, definieren wir einfach mal nützlich. Also ich habe mir so knapp 10er-Pack Anzeigen eingefangen, 3 einstweilige Verfügungen, soll 4 Anwälte und 3x Gericht bezahlen. Der ganze Spaß kostet mich, wenn ich das bezahlen müsste, 6.500 Euro, 7.000 Euro. Ganz kurz, welchen Nutzen habe ich denn dann, wenn ich über meine Community, wenn da gesammelt wird, dass da Geld zusammenkommt für so eine popelige Drohne für 250 Euro. Also welchen Nutzen habe ich? Also wenn ich 6.500 Euro ausgebe, um mich mit geisteskranken Irren, Vollmongos, Psychopathen, dem Abschaum der Menschheit öffentlich auseinandersetzen zu müssen, welchen Nutzen habe ich davon, 6.500 Euro oder 7.000 Euro auszugeben, das sind 14.000 Mark, um anschließend für 500 Mark irgendwas geschenkt zu bekommen. Das muss mir mal einer erklären. Aber ihr seid da ja die Profis drin, ne? Also ich bin da relativ sicher, da gibt es heute Abend wieder vom bekloppten Säufer und Autoschrauber ein tolles Erklärungsvideo und ihr werdet bestimmt wieder einen super langen Text darüber schreiben, ne? Das, also rein mathematisch macht das keinen Sinn. Als Kaufmann macht das auch keinen Sinn. Also wie gesagt, das, was ihr euch da zusammenfasselt, das ist Kernschrott pur. Lasst das saufen sein. So. Wie falsch, als ihr doch der Meinung wart, er könnte nützlich sein. Für was außer Ärger? Für was war der nützlich, außer die Situation jetzt betrachtet? Ein Verräter, der andere schon 100-mal verraten hat, verrät wieder und macht irgendwelchen Kinderkram. Der kann ja gar nichts verraten, aber trotzdem diese ganze Show-Scheiße, die er da fabriziert. Für was soll er nützlich sein? Welchen Vorteil habe ich denn jetzt davon? Ja klar, ich könnte jetzt hier für einen kranken Hund sammeln. Boah, voll gut, ey. Knacki hat irgendwie 200 Leute im Stream gehabt. Voll geil. Ich mache das jetzt, glaube ich, auch beruflich, ne? Ich verbrenne Geld im Garten. So, wie falsch muss ein Mensch denn sein? Ekelhaft sowas. Ich finde das auch scheiße, was ihr schreibt, ne? Gut, dass ihr das erkannt habt, ne? Wir können uns so gut erinnern, wie ihr das Fallobst in den Hintern gekrabbelt seid. Nein, sind wir nicht. A, mögen wir keine schwulen Hintern. B, putzt der nicht richtig. Der putzt seinen Klon auch nicht mal selber. Geschweige denn, dass wir da Lust hätten, irgendwelchen Fremden in den Arsch zu kriechen, ne? Oh, aber da sieht man wieder, welche niedere Beweggründe euch zu diesem Text gezwungen haben. Ne? Gut, okay, lassen wir das. Euer Plan ist nicht aufgegangen. Ich hab keinen Plan. Aber ich glaube, ich baue mir gerade ein. Stattdessen zeigt ihr jeden Tag, was für falsche Menschen ihr seid. Ganz kurz, was sind daran falsch? Was sind daran falsch, für jemanden zu sammeln, der gerade in Not ist? Also eine Frau, die gerade ihren Job verloren hat, Theater mit dem Amt, bis das erste Geld kommt, kennt jeder, dauert 8 Wochen. In der Zwischenzeit ist Hühnersuppe fressen angesagt, Nudeln und hast einen kranken Hund. Wo ist das Problem, dem zu helfen? Ach, die hätte sich ja gar keinen anschaffen müssen. Der Köter ist 4 Jahre alt, na klar, hätte die vor 4 Jahren schon dran denken sollen. Ne? Ich bin gar nicht Millionär, ich kaufe mir besser mal keinen Hund. Ne? Nee, ist klar, logisch. Du, es gibt sogar Menschen, die wohnen in Hessen, sind 1,55 Meter groß, haben eine dicke Wirrwand bekommen mit dem Fuß noch nicht mal so hoch ohne Fußbank, sind mit so einem Transgender-Idioten zusammen und da wohnen doch nicht mal die Kinder zu Hause. Du, die einen können nicht für ihre Tiere sorgen, andere noch nicht mal für ihre Nachzucht, für ihre eigene Brut. Was ist denn da lose, sag mal? Hast du eine Idee, was ist denn da lose? Ne, aus dem Blickwinkel macht es wieder Sinn. Ah, wollt ihr ja natürlich nicht hören, war mir schon klar. Ne? So. Die Frau mit dem, wir sind falsche Menschen, na klar, Bombe, ne, gibt direkt ein Like. Die Frau mit dem kranken Hund wurde auch nur ausgenutzt und zur Schau gestellt. Ganz kurz, die hat Geld bekommen, ihr Hund ist heute, ich habe Rückmeldung beim Tierarzt vorstellig gewesen, in 3 Wochen gibt es eine Impfung hinten dran. Wenn noch Geld über ist, soll die sich eine Pizza kaufen, was ist das Problem? Ich habe da nichts dran verdient, außer Ärger und muss mich hier mit so einer digitalen Textscheiße auseinandersetzen, wo irgendwie geistig Minderbemittelte wieder versuchen, mich hier als der Knack ist total böse, ne? Der Knack ist böse, ne? Verlust ist gut, ne? Der sammelt ja auch immer für gute Sachen, ne? Nee, ist klar. So, erreicht habt ihr nichts auf die Schnelle. Doch, die Kohle ist da. Sogar mehr wie gebraucht. Ne? Und weißt du, was ich ja gesagt habe, großzügig? Geh davon einkaufen, geh eine Pizza essen, ist doch scheißegal. Wo ist das Problem? Ich habe da nichts dran verdient. Ne? Es gibt Stellen, wo das Tier kostenlos behandelt werden kann. 5 Tage Ohrenentzündung mit Fieber. Da muss doch schnell gehandelt werden. Ja, ich habe es ja gerade erklärt. Donnerstag wird der Köter krank. Freitag denkst du, na, irgendwie heute ist er komisch. Samstag, Sonntag tut sich nichts. Aus einer Notklinik und du hast gerade mal einen Tausender über. Die möchten auch gerne bar und schnell bezahlt werden. Und wenn du das nicht hast, fährst du da auch nicht hin.
Ja, Montag hat die sich hier halb heulend bei mir gemeldet und hat gesagt, vielleicht kannst du mir irgendwie helfen, so und so sieht die Situation aus. Und dann habe ich gesagt, können wir gerne tun, aber wir machen gleich ein kurzes Erklärungsvideo, dass ich den Leuten auch zeigen kann, wieso, weshalb, warum. Sag ich, und ich verweise auf dich, das heißt, du kannst den Leuten dann auch direkt die Bankverbindung geben. Ich hätte diese PayPal-Geschichte, das hätte ich eingesammelt in einer Stunde. Klatsch, 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 buff, knupp, drücken 300 Tacken raus, Fall erledigt. Das Problem war die Banküberweisung und da habe ich gesagt, das machst du dann bitte schön mal selber. Das heißt, alle, die ihr was geben wollen, können sich direkt an sie wenden. Sie gibt diesen Leuten dann ihre Bankverbindung und weiß dann auch, was an Geld kommt. Und damit bin ich raus. Ich habe damit nichts weiter zu tun, außer den Leuten zu sagen, schaut, da ist jemand, der braucht Hilfe. Allerdings nicht, um seine große Fresse zu bezahlen, zum x-ten Mal nach der x-ten Verurteilung wegen Bedrohung, Beleidigung und weil er jemand an der Laterne aufhängen wollte. Nein, das war einfach so eine arme Frau aus Stuttgart, die gerade Hilfe brauchte. Und da haben wir gesagt, machen wir. Wo ist das Problem? Ne? So, da muss doch schnell gehandelt werden. Wir fragen uns, warum schafft ihr euch Tiere an und kümmert euch nicht darum? Das ist Tierquälerei. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das ist so. Hoffentlich passiert da jetzt ganz schnell was und ihr hört endlich auf dem Rücken eines Lebewesens so Schuh zu machen. Nochmal, ihr seid völlig unterinformiert, ne? Wenn die Kommunikation zwischen uns ein bisschen freundlicher wäre, hättet ihr einfach mal nachfragen können, wie ist denn der Status? Ich habe in meiner Gruppe, ich habe überall die komplette Kommunikation gepostet, also jeder weiß wofür, jeder weiß wie viel Geld, jeder Screenshots, wer wann was überwiesen hat, wir wissen also genau, was da gelaufen ist, aber ich sehe gar keinen Grund, euch daran teilhaben zu lassen. Ihr habt doch nichts gegeben, außer einen scheiß Text, eure Kritik, denn ihr seid ja die Kritikergruppe. Ne, eure Funktion ist, andere zu kritisieren, außer euch selber. Etwas in den Raum zu stellen, egal ob stimmt, ist ja egal, gibt ja wieder ein paar Klicks. Ne? Bisschen Promo machen und andere immer zu beschuldigen, die Bösen in dem Spiel sind. So, ne? Nur um das jetzt mal so sehe ich das, so sehen wir das. Ne? Und wie gesagt, es hat seinen Grund, warum bestimmte Menschen bei uns im Umfeld nicht mitspielen dürfen. Und das bleibt auch so. So, ansonsten war der Text relativ fehlerfrei, ne? Punkt und Komma, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten, aber grundsätzlich war das schon eine gute Leistung, grammatikalisch, knackig mit 2K geschrieben, richtig, finde ich gut. Und wenn wir wieder für irgendjemanden sammeln, wenn mal wieder jemand in Not ist, werde ich mich garantiert an euch wenden und dann dürft ihr dieses soziale Projekt gerne mitmachen. Ihr dürft das auch dann vielleicht in Eigenregie machen, ich würde euch dann den Staffelstab übergeben und sagen, damit das nicht wieder heißt, wir würden ja Promotion machen und uns fürchterlich an irgendwelchen Klagen bereichern oder an irgendwelchen Musikern, die nicht singen können. Da würden wir sagen, wir übergeben euch das Ruder und ihr könnt dann völlig transparent die Menschheit daran teilhaben lassen, wie ihr so ein Problem schnell regelt. Und wir haben es gestern sehr schnell geregelt. Trotz der Problematik mit der Banküberweisung. Ne? So, herzlichen Glückwunsch, euer Knacki. Ne? Weitermachen.